Also der schießt da so rum, der Blaue. Hat der Waffentourette oder was? Ich muss jetzt ultra defensiv spielen. Ich stelle mich irgendwo, keine Ahnung, ich stelle mich an T-Spawn und weinen. Hey Kinders, was geht bei euch ab? Hallo Team, die hören sich gut auf. Okay. Yes, yes, I think this is a good idea. Sehr schön, die Mates haben die besten Ideen und wir haben jetzt natürlich den besten Start ever. Hey, gonna go, ey. Ja. Nein, nein, nein. Nein, komm. Nein, nein, jetzt hörst du zu wackeln. Oh, gut. Green, where you going? I'm gonna play this round like a god. Gleich gibt's eine ultra krasse. Wow! Real-Life-Story. Und zwar, Leute, mein Auto ist Schrott. Richtig, richtig abfuckend. Ihr wisst ja, ich bin jetzt nicht der reichste Mofucker der Welt, ja. Dieses, Jahr ist wieder TÜV angesagt. Und leider habe ich etwas festgestellt in meinem Auto, weswegen ich dann erstmal zur Werkstatt fahren musste. Und dann haben sie mir gesagt, fick die Wurst, mein Freund. Das ist eigentlich nur noch ein Dreirad mit Motor. Jetzt passt auf. Ich bin rumgefahren. Seit Wochen. Mit so einem Ausrufezeichen. Mit so einem kleinen Ausrufezeichen. Wenn man die Handbremse anzieht, kommt dieses Ausruf, da steht P für Park und so ein Ausrufezeichen halt. Wenn man die Handbremse anzieht. Also ich habe jetzt nicht Automatik oder sowas. Also Park steht bei mir halt wegen der Handbremse. Und wenn man die Handbremse ausmacht, verschwindet das Ausrufezeichen und dieses Parkding auch. Aber bei mir ist es in Linkskurven immer wieder aufgeploppt, dieses Ausrufezeichen. Und ich dachte, ja gut, wird ein Wackelkontakt sein. Was ist das schon? Was ist das schon? Jetzt habe ich aber gerade im engsten Umkreis, hat das jemand das gleiche Problem gehabt, dieses Ausrufezeichen, einen Tag lang. Am nächsten Tag waren die Bremsen komplett nicht mehr oder fast nicht mehr zu benutzen, ja. Ein Bremsweg von 1000 Kilometern. Bei diesem jemand ist einfach das Auto komplett, keine Bremsen mehr. Ich dachte nur, scheiße, Mann, du hast das gleiche gehabt. Ja, ja, das Ausrufezeichen heißt, dass das Bremssystem irgendwie im Arsch ist. Und ich so, what? Und gut, ich bin davon ausgegangen, es ist jetzt bei mir nichts Schlimmes, sondern die Bremsflüssigkeit wird wohl einen gewissen Pegel erreicht haben. Ich habe schon länger nicht mehr reingeschaut. Beziehungsweise immer, wenn ich reingucke, gucke ich halt nach dem Wasser, füllt das Öl auf und so. Aber ich habe schon länger nicht mehr nach diesen restlichen Flüssigkeiten geschaut, gebe ich offen zu. So, nun ja, ich schaue rein bei mir. Bremsflüssigkeit unter minimal. Schie. Und ich meine, die Bremsen sind ja schon eine Sache, die man nicht gerade vernachlässigen sollte bei einem Auto, finde ich. Ich wollte es selbst machen. Im Handbuch steht auch, auffüllen, bla bla bla, nach den Regeln oder nach dem Schema F auffüllen. Ja, ich dachte mir, ja, easy peasy, Mann, mach ich selbst. Ich habe da auch schon bei Mates helfen auffüllen. Wir haben alle ziemlich alte Autos, sag ich mal. Also richtig alte Schabrackenautos. Und diese Autos sind halt, bei den neuen Autos ist es schwierig, ja, da musst du ja einen PC anschließen, um das Öl aufzufüllen oder so ungefähr, grob überzeichnet gesprochen. Mein Auto wird jetzt 20 Jahre alt, das ist ein altes Teil. Aber dann hieß es im Internet, Vorsicht, du musst da entlüften, du musst dies machen, du musst das machen, du musst so viel Scheißdreck machen, ja, geh lieber in die Werkstatt, da kostet es 50 Euro. Ich gehe bei mir in die Vertragswerkstatt, war vielleicht ein Fehler. 80 Euro, bumm, ja. Ich habe gesagt, egal, macht's, passt, ist in Ordnung, ihr dürft das machen, wenn ihr wollt, ich erlaub's euch. Dann haben sie mir die Scheiße aufgefüllt, für 80 Euro. Aber rufen mich davor an, also gestern, und sagen, Monsieur, sollen wir das überhaupt noch auffüllen? Das war, glaube ich, echt der erste Satz, den er gesagt hat. Sollen wir das, wir wissen nicht, ob es überhaupt noch Sinn macht, das aufzufüllen. Und ich so, dies und das ist schon abgerissen, jenes und selles ist schon geplatzt. Und dies und das ist schon kurz vorm Explodieren und ich so, ich muss dann gucken lassen. Ah, fuck. Das war das Train. Ey, wie ich gerade abgehe, Alter. Oh. Naja, ich habe gesagt, füllt alles auf, scheißegal. Ich komme dann und guck mir es halt an und die Bremsleitungen sind verrostet und dies und das. Mal schauen, wie es halt wird. Ich habe erst im Sommer TÜV. Ich weiß, dass diverse Dinge abgerissen sind und aufgerissen sind. Mein Krümmer ist im Arsch. Mein Krümmer ist aufgerissen oder gesprungen an einer Stelle. Und ich wollte dann einen neuen Krümmer dran machen, habe zum Glück noch keinen gekauft. Ich dachte mir, ich guck erstmal. Das Auto ist immerhin jetzt 20 Jahre alt. Ich schau mal, ob ich den alten überhaupt abbekomme. Und die Verschraubung, das ist eins geworden. Durch Rost, das ist eins mit dem gesamten Auto. Mit dem Rest. Man kann die Schraube nicht, wenn ich es aufschrauben würde, reiße ich alles kaputt. Ich habe da schon so ein bisschen mit Mittelchen gearbeitet, um diese Schrauben gangbar zu machen. Und die Werkstatt hat auch sehr nice. Diverse Schräubchen gangbar gemacht, haben sie geschrieben. Ich kann das nicht entziffern, was sie da gangbar gemacht haben. Oder schraubbar, aber da muss ich demnächst schauen. Vielleicht waren es ja sogar die. Aber ja, mein Auto ist wirklich langsam hinüber, beziehungsweise jetzt nicht zwingend hinüber. Ich glaube, die meisten Sachen kann man machen. Die Ölwanne ist fast durchgerostet. Das kann man ja schweißen. Ich will halt einfach nicht viel Geld da noch reinstecken. Ne? Das Auto hat mich damals 700 Euro gekostet. Ich habe es halt von meinem Opa praktisch abgekauft und das hat halt für mich 700 Euro gekostet damals. Und ich kann und will da jetzt nicht extrem viel Geld halt reinhängen, um das Ding zu reparieren, ne? Das ist verständlich, nehme ich an. Nee. Scheiße, wir müssen jetzt... Ah, fuck, er kommt! Er kommt durch die Ding gelaufen, aha. So, muss man hier hoch, um zu blenden.
Fuck! Ich hab nicht geguckt. Und ich weiß nicht, wo der Spot hier ist. Ich spiel Train zum, keine Ahnung, zum 5. Mal oder sowas. Also hier, in CSGO. Und hier ist ja alles anders, als man denkt. Ja, jetzt muss ich halt gucken. Also ich werde im Sommer dann zum TÜV gehen, ganz normal. Ich lasse den TÜV bei einem, also nicht beim TÜV selbst machen, sondern bei meinem Automensch des Vertrauens. Der ist verliebt in seine Arbeit. Wisst ihr, der, wenn du das in der Vertragswerkstatt machen lässt, so wie ich es hab machen lassen, ja, die sagen dir, das Auto ist Schrott, wir musst ein neues kaufen, ne? So ungefähr. Und verlangen halt auch horrende Preise für solche Geschichten. Und er ist wirklich jemand, er will die Autos über den TÜV bringen, er freut sich, er macht das schon sein Leben lang, ja, der ist, glaube ich, ist mittlerweile 70, 75. Und es ist einfach edel bei ihm. Und er arbeitet wirklich, er will die Autos wieder zum Laufen bringen. Er will es einfach hinkriegen, dass die Dinger wieder gehen, ja. Scheiße, scheiße, scheiße! 56 nur, wie peinlich. Hätte ich eine AK gehabt oder irgendwas anderes, wäre er tot gewesen. Aber mit der Glock oder P90 hat P90 mehr Durchschlag als ein Schuss von der Glock. Ich glaube nicht, oder? Die werden wahrscheinlich ungefähr gleich sein. Ja, und zu ihm werde ich es dann bringen und er versucht es dann über den TÜV zu bringen. Und wenn das nicht möglich ist, also er kann die Fehler halt auch wegreden. Also so kleinere Fehler, so kleine Roststellen, die spricht halt einfach weg und sagt, das mache ich dann noch. Wenn es aber nicht klappt, dann muss ich halt abwägen, wie viel es kosten wird, das Auto zu reparieren. Oh Gott, der hat echt geforst, der Kerl. Keiner von uns kann irgendwie reinforsten, nur er. Ah, okay, thanks. Yeah, let's fuck him. Garmin, Tignati, dude. Er ist eben runtergesprungen, habe ich gesehen. Oh Gott, da hinten steht auch einer. Der ist tot, geil. Geil. Sag bloß, das war der. Warum willst du nicht sterben, Mann? 41 in 2, kann mir das jemand erzählen, dass wie das bitte schon passieren kann? Kann ich ihm nicht so einen Lucky Header drücken oder so? So ein bisschen so... Das ist das Geräusch, wenn man Lucky Header macht. Wissen die wenigsten, aber es ist so. Ah, wir gehen mal Alang, das wird schon. Das wird schon. Wir müssen nur die Orb auf Alang wegholen. Das steht da ziemlich aggressive. Achtung, Yellow ist gleich weg. 3, 2, 1 und... Oh, okay. Gewagt, Yellow, gewagt. Ah, nein! Die habe ich ja richtig gefangen! Fuck. Ich glaube, B war eine schlechte Idee, Jungs. I go for plant. Need backup. Gott, wo soll ich mich hier hinstellen? Ist der jetzt hier oder ist er nicht hier? Fuck. Ist doch, der schießt da so rum, der Blaue. Hat der Waffentourette oder was? Der schießt rum wie so ein Wahnsinniger. Ja, soweit zu meiner Real-Life-Story, was das Auto angeht. Vielleicht ist alles gar nicht so schlimm. Ich meine, gerade diese Leute von Vertragswerkstätten. Ich will nicht sagen, dass sie übertreiben, aber es werden halt Dinge doch mit Absicht vielleicht verunschönt. Ah, nein! Keine Ahnung wo. Das hätte ich nicht machen sollen. Ich habe mich also dumm hingestellt und wollte runter. Ah, naja, egal. Wie gesagt, ist vielleicht alles gar nicht so schlimm mit dem Auto. Läuft. Wir warten mal ab. Wenn nicht, muss ich Spendenziel machen, weil ich Auto repariere und so. Walla. Walla. Ich habe die letzten zwei Videos drüber gesprochen. Man muss der Mate sein, der carried. Man muss es einfach sein. Dann kannst du immer sicher sein, dass du jedes Mal gewinnst. Egal, ob Smurfs oder was weiß ich, solange du carries, ne? Ist alles gut. Achtung, die Orb ist dran. Ach komm. Mann, damit habe ich nicht gerechnet, dass da jetzt einer auf dem scheiß Train steht. Wie geht's euch heute? Was habt ihr so gemacht? Und eine Sache wollte ich euch schon länger mal fragen. Was für andere CSGO-YouTuber schaut ihr noch so? Gibt's hier so ein paar, die große YouTuber schauen und mich halt auch so nebenbei, so den kleinen Hans Wurst? Das fände ich cool, wenn ich mit den Großen so ein bisschen mithalten könnte. Mir wurde gestern im Livestream geraten, ich soll doch mal mit Bibernator zusammenspielen. Und warum nicht? Warum nicht? Bimanator oder Trilux oder Vex, meldet euch bei mir. Die könnten... Oh, die wollte ich haben, du Pipi. Ach, scheiße. Der Long's down. Da ist einer. Komm, 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 komm. Ah! Vom Mauspad runter gerutscht. Hey, looks good. Hey, ich will auch eine Molly schmeißen, auf mich zu blocken. Damn, son. Mates, bitte, jetzt holt aber auch die Runde. Wer hier verkackt jetzt? Nice. Ich hab's gerade so ein bisschen... Oh, der hat keine Waffe. Warum sagt er aber auch nichts? Hopp, ich hab mich immerhin gemeldet. Orange ist ja einfach schon durchgegangen. What the fuck? Oh, fuck! One Electric. Orange ist doch hier gerade durchgegangen, oder? Nee, der ist oben lang gegangen. Ich bin so dumm. Ich habe jetzt fest damit gerechnet, dass jetzt keiner close steht, weil ich dachte, er ist durchgerannt. Oh, Mann. Aber wir halten uns trotzdem gut. Guckt euch mal die Punkteverteilung an und die Kills. Also, wir stehen mittelgut da. Die Cities sind etwas besser im Moment, was den Durchschnitt da angeht. Also, was ich jetzt hier sofort mit einem Augenschlag sehen kann. Aber es wird besser. Wenn wir bei Cities sind, haben wir den Vorteil, in der Hose. Nice. Ich habe jetzt halt wenig Geld, aber ich... Ah, ne, 4000 passt. Reicht. Alles gut. Die mache ich dir easy. 3 Orbs. Shit. Ja, so schnell die Orbs zu holen. Komm. Nein. Ah, egal. Lieber nicht riskieren. Nicht, dass die Ork... Nicht, dass meine Okay weg ist. Also, die letzten 3 Spiele liefen echt gut. Ich denke, wenn wir das Spiel hier holen, dann könnte möglicherweise der Uprank real sein. Und dann bin ich endlich wieder AK2 oder wie das heißt. Ist down. Ach Jungs, bitte zeigt euch doch nicht. Geil, Mann. Ah, fuck.
Das ging leider schnell in die Fresse. Warum haben sich die Mates gezeigt? Das waren immerhin zwei Orb-Spieler. Da hätte man doch so ein bisschen... Ich weiß nicht, ob sie sich gezeigt haben. Sie sind gestorben. Ich gehe davon aus, dass sie sich gezeigt haben, aber... Ich habe auf Train, wie gesagt, sehr, sehr wenig Spielerfahrung jetzt hier in CSGO. Das heißt... Fuck, Mann, warum bin ich nicht losgelaufen? Krass, was ist hier mit den Shader los? Warum sieht das so scheiße aus? Was ist das da los? Warum ist das so Dreck auf dem Boden oder wie? Ist der ausgelaufen, der LKW? Oh nein, warum habe ich die Waffe gewechselt? Nee, fuck, Mann, ich habe mich verklickt und habe das scheiß Knife in der Hand gehabt. Das wäre easy der Doubleheader geworden. Was mache ich? Weißbrot. Und hol das Knife raus, um das Brot zu schneiden, Alter, zum Kotzen. Ja, Mann. Die Runde haben wir wegen mir verloren. Sorry, gebe ich offen zu. Ach, scheiße. I gonna go B. Hey, long steps. Kinder, was treib ich hier? Scheiß doch die Wand an, das gibt's doch nicht. Ich muss jetzt ultra-defensiv spielen, ich stelle mich irgendwo, keine Ahnung, ich stelle mich an T-Spawn und wein. Wir können doch jetzt das Spiel nicht abgeben, Jungs. Wir waren doch so mittelprächtig gut. Ich meine, von den Stats her sind die halt echt deutlich besser als wir, aber wir sind cooler und schöner. Das darfst du halt nicht vergessen, ne? Nice. Catwalk ist down. Haben wir gut gemacht. So, und jetzt geht's rund. Ich würde sagen, für den Pistol Force war das edel. Die Mates wachen auch langsam auf aus ihrer Schockstarre. Der Main One. Train ist down. Ja, abgefackelt. Achtung, hier kommt bestimmt gleich die Orb, pass auf. Ah, fuck. Was? Um Himmels Willen, nee, oder? Ich wurde jetzt echt gerade von der Orb geholt. Von wo? Von Main. Mann, Jungs, bitte, lass die doch einfach kommen. Oh! Den hat er, oh, schade. Aber den hat er gut geholt. Nice try. Den hat er echt schön geholt. Er hat auf die Füße gezielt und dann flupp hochgeflickt. Geil. Scheiße, Mann, das verlieren wir hier. Fuck. Geil, Mann, dass du mich anschmeißt. Ach, ey, Main got hit. Ja! Ich kann defuse. Ja, ich habe eine Orb für Alang und wir haben die Runde geholt, Alter. Wie so ein Kind. Ah, er kann's, wie geil! Ja, ja, nice. Kommt, der letzte Null da auch noch. Nice. Jawohl, Alter! Oh, scheiß Fenstergläser, Dinger. Ich werde immer aggressiv, wenn wir gewinnen, weißt du, gegen Glas und so ein Scheiß. Alter, ich hasse Glas. Manchmal auch gegen Pflanzen, aber hier sind, glaube ich, nicht so viele Top-Pflanzen. Da müssen wir eher ein bisschen Inferno spielen. Aber böse Kamerade, Orbe. Aha, gut, gut. Ah! Just play slow. Let him come. Gott, wie ich ihm mit den Arm geschossen habe. Ich habe so Glück gehabt, dass er mich nicht getroffen hat, ne? Oh mein Gott. Leute, 12-12. Ich meine, selbst wenn es jetzt noch ein Lose wird oder ein Draw, die Punkte sind ja auch recht wichtig, oder? Wenn man sehr wenig Punkte hat, immer schneller gedownrankt, wie wenn man viele Punkte nur spielt, oder? Oder sind die Punkte tatsächlich völlig egal? So wie die Kills. Ne, also die Punkte hängen ja mit Kills zusammen. Ist es tatsächlich egal? Hängt es nur davon ab, ob man gewinnt, verliert oder Draw und was für Ränge man selbst und das Gegnerteam hatte? Oder zählen die Punkte da auch ein bisschen mit rein? Wisst ihr das zufällig? Krass, Mann, die haben jetzt gekauft. Das heißt, wir können so easy peasy wegklatschen. Lu, sterb bitte nicht. Nice. Okay, jetzt blend noch nicht. Oh, nein. Es sind nur sogar noch drei. Oh mein Gott, nein, die Runde gehen wir ab, wie eklig. Warum bin ich so schnell rangegangen? Ich hätte einfach die ganze Szenerie erstmal beachten müssen, bevor ich... Oh, ist auf die Eier gefallen. Nein, nein. Das war schwach, mein Freund, Alter. Das war schwach. Naja, egal, wir haben Fat Cash. Jawohl, über 50 Punkte. Das habe ich irgendwann mal irgendwo gehört, dass es wichtig ist, dass man über 50 Punkte hat. Wenn man aufranken will, beziehungsweise nicht downranken will. Scheiße. One is long. Attention. Shit. Fuck, fuck. Komm, wir haben doch MPs. Wir können die einfach überrushen. Nice. Ah. Bomb ist down. Bomb ist down. Ah. Nice. Das war ein guter Rush. Schön durchgepimmelt und sowas. Can you drop? Can somebody drop? Verdammte Scheiße, Mann. Ich war doch der gebraucht hat. Verfickt doch mal. Aber gut, er hat seine Waffe weggeworfen. Ist auch scheiße. Jetzt kommen sie 100 pro A lang und ich fixe. Ich hasse die Mitspieler gerade. Das ist wirklich eine wichtige Runde und sie laufen rein. Just wait for them. Guys. Fuck. Nice. Oh mein Gott, nice. Zum Glück habe ich ihm angesagt, wo er war. Ganz klar, ohne mich hätten wir die Runde nicht geholt, ne? Guck mal, das war unser letzter, der Purple. Ich habe mich vorhin noch über ihn beschwert. Jetzt hat er endlich mal wirklich etwas... Ich habe 6 Sterne. Etwas extrem Sinnvolles gemacht, die Runde. Nice. Das war geil. Einfach defensiv spielen. Einfach... Weißt du? Einfach... Steps A long. All A long, I think. A long rush. Oh mein Gott! Egal, ich hab einige angefickt. 23, 33 und 12. Die Jungs machen das. Einfach langsam spielen. Oh Gott, duck dich doch mal! Fuck. Super, okay, das Draw steht schon mal fest, würde ich jetzt mal so behaupten. Ja, komm, die Headshots müssen drin sein. Oh nein, lang. Warum kann er nicht sich denken, oh, da ist eine Flash oder so? Egal, verloren. Oh mein Gott, er hat ihn gefickt!
Nice. Draw, Leute. Pschiesel. Alter, geil. Wie haben die das gemacht? Ich raff's nicht. Ich weiß nicht, wie die das gemacht haben. Ich habe 60 Punkte. Ey. Also ich stehe nicht weit entfernt von einem Uprank mittlerweile. Es waren jetzt 3 Spiele. 2 gewonnen mit guten Punkten. Und das hier jetzt mit sehr, sehr guten Punkten eigentlich in Draw. Das nächste könnte theoretisch schon der Uprank sein, Kinder. Ja. Ich würde sagen, dafür kann man auf jeden Fall vielleicht mal ein Däumchen abschneiden und sich an die Wand hängen. Ich streame übrigens jeden Dienstag und jeden Donnerstag ab 19.30 Uhr. Vielen Dank fürs Zusehen. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Oh Gott, meine Augen sind wieder so trocken. Ach gut. Auch Wasser in der Arme, ne? Scheiße, auf die Wand. Oh.